Tom Wiesek hier vom PHP-Magazin. Hallo, ich bin in Berlin auf den JavaScript-Days und auf den HTML5-Days und bei mir ist Peter Klöner. Peter, hallo. Hi. Peter, du tanzt auf allen Hochzeiten, wie man so schön sagen würde, ohne das jetzt abwerten zu meinen, um Himmels Willen. Du kommst gerade eben aus deinem Workshop Asynchrones JavaScript und der war voll und er war offensichtlich sehr high-level. Erzähl mal, was hast du da gemacht? Ich habe im Prinzip allerlei Techniken für die Flucht aus der Pyramide des Todes bearbeitet. Die Pyramide des Todes nenne ich das, was passiert, wenn man eben in JavaScript viel mit Callbacks arbeitet und Sequenzen baut. Dann hat man das Problem, dass man Funktionen in Funktionen in Funktionen hat, Schweifklammer zu, ergibt die schöne Pyramide des Todes. Und da gibt es verschiedene Techniken, um da rauszukommen. Einige für den heutigen Alltag auch schon gut einsetzbar, wie Promises. Bei anderen ist es so, dass man mit Techniken wie Functional Reactive Programming schon ein bisschen weiter ins Reich des Abgefahrenen reingehen kann. Und wenn man das Ganze noch mit ECMAScript 6 Technologien wie Generator Functions kombiniert, dann ist man endgültig da, dass den Teilnehmern so ein bisschen die Ohren schlackern und am Ende der Blick ein wenig glasig wird. Aber solange der Überblick da geblieben ist, was so alles geht und dass man halt eben auch dieses Problem lösen kann und dass vor allen Dingen Promises mitgenommen werden für den wirklichen Alltag, was man heute schon benutzen kann, das war so das Ziel. Und nach dem Feedback, das ich so bekommen habe, hat das wohl auch so einigermaßen hingehauen. Gut, Promises. Fangen wir mal von vorne an, Promises. Du sagst ja schon, die können jetzt eigentlich sehr gut verwendet werden. Hat aber, glaube ich, eine Zeit lang gedauert, bis das in den Entwicklerköpfen angekommen ist. Warum war das so? Na, der Prozess dauert immer noch an. Das liegt einfach daran, dass der Entwickler an sich so ziemlich das konservativste Wesen ist, was auf dieser Welt herumläuft. Ist nun mal so. Wenn es irgendwie funktioniert und sei die Callback-Hölle noch so schlimm, dann bleibt man halt erstmal dabei, weil geht ja. Der Leidensdruck muss schon ziemlich hoch sein. Und vor allen Dingen ist es so, dass Promises tatsächlich auch sehr viele Details in sich tragen. Und erst wenn man diese wirklich voll ausspielt, kann man die volle Power von den Promises nutzen. Die Verkettung und die Fähigkeiten zur Datentransformation zum Beispiel. Und natürlich ist es so, dass das, was jQuery unter Promises versteht, was die meisten aus der täglichen Praxis erleben, nicht ganz so toll ist wie die richtigen Promises. Und deswegen dauert dieser Prozess, das halt noch in die Köpfe zu kriegen, an und wird wohl auch noch andauern. Die spannende Frage wird sein, ob dieser Prozess abgeschlossen sein wird, wenn demnächst mit ECMAScript 7, also demnächst in meinem Universum, also schon noch ein paar Jahre hin, aber wenn wir mit ECMAScript 7 tatsächlich asynchrone Funktionen als Sprachfeature kriegen, dann braucht man über diese Promises gar nicht mehr nachdenken, dann sind die einfach da, man schreibt asynchrone Funktionen und dann geht es einfach. Ich werde sehr gespannt sein, ob man dann noch Promises bis dahin wird lernen müssen, ob dann der Prozess abgeschlossen ist oder ob dann irgendwann einfach Leute direkt aus der Callback-Hölle in die schöne asynchrone Funktionswelt überwechseln. Wir werden sehen. Okay, du überspringst jetzt mal geflissentlich ECMAScript 6, was ja erstmal ansteht irgendwann die nächste Zeit. Da sieht es ja mit der Abdeckung noch nicht so wirklich gut aus. Internet Explorer 11 mag noch nicht allzu viel unterstützen. Bei Firefox und bei Chrome sieht es schon so ein bisschen besser aus. Was meinst du, wie lange wird es überhaupt dauern, bis die Leute sich daran gewöhnt haben? Bis sie sich daran gewöhnt haben, dauert es lange. Abgesehen davon, von dem Problem, was du angesprachst, dass es halt noch nirgendwo so richtig gut funktioniert, kommt noch dazu, dass es eben wirklich ein großes Paket an neuen Sprachfeatures ist. Das ist wirklich, wirklich nicht zu unterschätzen. Es ist nicht so ein kleines Update wie ECMAScript 5, wo so ein bisschen so Zeug wie Strict Mode dazukommt, was außerdem auch noch nicht wirklich bei allen Leuten angekommen ist. Aber bei 6 ist es halt wirklich so, da werden wirklich viele neue Sprachfeatures eingebaut, die den Code auch tatsächlich stark umgestalten. Es gibt in ECMAScript 6 zum Beispiel Klassen und Arrow-Functions und wenn man das mal konkret durchzieht, hat man irgendwann Code, JavaScript-Code, in dem kein einziges Mal das Keyword Function vorkommt, was schon ein bisschen befremdlich ist. Einsetzen könnte man das Ganze theoretisch heute schon in gewissem Maße, weil es allerlei Transpiler gibt, mit denen man ECMAScript 6-Code in ECMAScript 5-Code umwandeln kann, in verschiedenen Stärken. Ich habe da letztens mal ein paar durchgespielt. Das kann man also schon machen, das ist auch beherrschbar, das ist entwickelbar, das macht ganz gut Spaß. Nur ich merke ja an mir selber, an dem Projekt, das ich damit bestreite, dass es sehr lange dauert, bis das theoretische Wissen über diese Funktionen wirklich in den aktiven Sprachschatz des Entwickelns reingesickert ist. Dass man wirklich weiß, okay, ich habe hier ein Problem und ich habe sofort im Kopf, dass es dafür dieses und jenes ECMAScript 6-Feature gibt, das ich dafür benutzen kann. Der Prozess dauert ziemlich lange an und ich bin sehr gespannt, wie das so sein wird, bis das wirklich sich so eingeschliffen hat. Also Unterstützung würde ich gar nicht mal sagen, so das große Problem. Moderne Browser können das, was die nicht können, kann man transpilieren. Aber Entwicklerköpfe, ich merke es an meinem eigenen, sind wirklich relativ beständig gegenüber Veränderungen. Okay. Jetzt, wenn man ein bisschen ketzerisch formulieren würde, könnte man ja sagen, dass ECMAScript 6 so ein bisschen die Pforten öffnet, um Entwickler anderer Couleur
so ein bisschen auf JavaScript zu ziehen. Ist das eine Fehleinschätzung oder? Wegen der Klassen? Unter anderem. Es sind ja viele Konstrukte, die andere Entwickler aus anderen Sprachen kennen, auch wenn sie in JavaScript, also in ECMAScript 6, dann nicht eins zu eins dasselbe sein werden. Aber im Prinzip sind viele Keywords mit dabei, wo man sagt, okay, das kennen eigentlich andere. Mhm. Ist das eher so ein Ding, die Leute in Richtung Web zu ziehen oder gibt es da wirklich ein Need dafür? Ich würde da da jetzt keine Verschwörung vermuten, dass jetzt so dein Masterplan ist, um da den Java-Leuten die Entwickler abzugraben oder sowas. Ich denke eher, das sind einfach viele Dinge, die man da übernimmt, die sich einfach bewährt haben. Es hat sich halt eben herausgestellt, dass es halt komfortabler ist, Class-Extends andere Class zu schreiben, als diesen ganzen Prototypen-Bimbam zu machen. Ich bin da wirklich auch relativ jetzt entspannt, was so das angeht. Die richtigen JavaScript-Entwickler, die ich kenne, sagen alle, ah, Klassen, weiche zurück, Satan, das kommt mir nicht ins Haus. Aber erstens ist es, wie du schon sagtest, unter der Haube ist es immer noch JavaScript, es ist halt nur anders beschrieben. Also da sehe ich eigentlich kein Problem, dass da irgendwie konzeptionelle Verunreinigung stattfindet. Und es hat sich halt eben herausgestellt, dass es einfacher ist, in diesen Konzepten wie Klassen zu denken für viele. Und naja, meine Güte, warum sollte man es den Leuten schwer machen? Gut, das war dein JavaScript-Part. Jetzt kommen wir mal zu deinem HTML5-Part. Da wird es um Web Components gehen. Und kannst du mal ganz kurz erklären, worum es da geht? Bei Web Components geht es darum, selbst HTML-Elemente zu erfinden und diese mit eigener Logik auszustatten. Das heißt, was man dann wird machen können, ist nicht eine Google Map einbinden, indem man erstens ein Skript von Google einbindet, zweitens ein eigenes Skript schreibt, das drittens einen Div nimmt und dann irgendwie da noch mehr Divs reinrümpelt und das bildet dann die Komponente. Was eine ziemlich schlechte Idee ist, weil erstens ist das für keine Karte gleich. Wenn man das einmal gemacht hat für Google Maps, kann man das noch lange nicht für Bing Maps machen, weil da die API komplett anders ist. Und für OpenStreetMap ist es nochmal anders. Dann kommt hinzu, dass diese Komponente nicht wirklich getrennt ist vom Rest der Seite. Es sind ja immer noch Divs und theoretisch könnten wir mit genug CSS und JavaScript die Karte komplett kaputt schießen, absichtlich oder unabsichtlich. Und mit Web Components verwandelt sich dieses ganze Problem in ein gekapseltes Modul, wo dieses Kaputtschießen nicht mehr funktioniert. Und die Einbindung geht so, Spitzklammer auf, Google-Map, Längengrad, Breitengrad, Zoom-Level, Spitzklammer zu, fertig ist es. Das gibt es dann frei Haus geliefert für solche Google Maps zum einfachen Einbinden. Das kann man auch selber entwickeln, wenn man also für seine CMS-Redakteure einen schönen Karussell-Tag bauen möchte, wo man dann einfach nur noch Bilder zwischenpackt, Karussell-Tag auf, Bild, 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 Karussell-Tag zu. Da sind die Möglichkeiten relativ umfassend und das wird man dann so machen können. Was das letztlich ist, wenn man das mal so gesamtstrategisch betrachtet, ist es so, dass das wirklich der letzte Bestandteil der Webplattform ist, der noch keine Plattform ist. Eine Plattform ist ja normalerweise etwas, worauf man aufbauen kann. Das heißt, ich kann mir in JavaScript eigene Funktionen schreiben zum Beispiel. Aber ich konnte mir bisher nie eigene HTML-Elemente schreiben oder vorhandene HTML-Elemente erweitern. Mit den Web Components geht das dann. Okay. Kennt man im Prinzip ein bisschen, wenn man AngularJS macht, von den Detektiven? Genau. Also AngularJS ist ja im Prinzip auch ein HTML-Dialekt, wenn man es mal ganz genau nimmt. Und das Ganze wird halt eben jetzt mit Web Components so umgebaut, dass es nicht ein Dialekt ist, der durch Direktiven, also HTML-Attribute, umgesetzt wird, sondern man kann eben tatsächlich auch eigene HTML-Tags erfinden, darf das auch, das ist gültig und okay und wird vom Browser vernünftig verarbeitet. Abschließende Frage ist natürlich, wie so oft, wir haben sehr viele Browser-Vendors, wie steht es mit der Verbreitung oder mit der Unterstützung? Mäßig bis schrecklich. Das ist allerdings kein so großes Problem, weil man kann vieles von dem polyfillen. Grundsätzlich ist es sogar so, dass man diese Web Component APIs, es setzt sich zusammen aus mehreren Technologien, gar nicht normal wird benutzen wollen, also direkt mit diesen APIs programmieren wollen, denn das ist ziemlich schrecklich, wie halt alle normalen DOM-APIs auch sind und die Browser-Unterstützung variiert und das macht alles keinen Spaß. Was man dann nimmt, ist, man nimmt so eine Art jQuery für Web Components, das könnte zum Beispiel das Polymer-Framework von Google sein und dann kann man damit einfach neue HTML-Tags erfinden, das Ding enthält Polyfills, das macht da das ganze Schreiben ein bisschen angenehmer, es macht es deklarativ, es macht es wirklich sehr, sehr simpel in Teilen. Und dann geht es halt eben einfach. Aktuell in allen modernen Browsern, also jeweils in den aktuellsten Versionen aller Browser, aber dann auch wirklich in allen. Ob das dann ein Problem ist, dass dann alte Browser fehlen, ist halt auch so eine Frage. Es kommt halt immer auf die Art des Einsatzes an. Bei GitHub ist es zum Beispiel so, dass die tatsächlich Web Components heute schon einsetzen auf ihren Repository-Seiten, also wo jeder auch mit dem ältesten Browser hingehen kann und sich das angucken kann. Was die machen ist, die haben eine Erweiterung geschrieben für das Time-Element in HTML5, nützlich für die Anzeige von Zeitangaben. Und die haben einfach das Time-Element genommen, also buchstäblich GitHub-Time-Element, Extends-Time-Element und haben da einfach eine JavaScript-Funktion angefügt, die dafür sorgt, dass die Zeitangabe, in dem Fall die Angabe einer zuletzt stattgefundenen Änderung an einer Datei, also vor 3 Tagen hat sich hier was getan, im Browser automatisch geupdatet wird, während die Zeit vergeht. Das heißt, wenn es da eine Änderung gab vor 30 Sekunden, kann man halt eben zugucken, wie das so hochzählt, vor 31 Sekunden, vor 32 Sekunden und so weiter und so weiter. Die Funktion haben sie mit Web Components umgesetzt, weil es halt einfach sinnvoll ist, zu schreiben,
dass es hier ein erweitertes Time-Element ist, weil es ist ja eine Zeitangabe. Und zum anderen ist es so, ein Browser, der das nicht kann, naja, der zeigt halt eben statisch die Zeit an, da gibt es dieses Weiterzählen nicht mehr. Das ist kein Problem, das ist Progressive Enhancement, das ist Web Best Practices. Wunderbar. Peter, ich bedanke mich für die Einschätzung, für den kleinen Ausblick. War ein Vergnügen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Auf jeden Fall.